Dieser Mann hier aus den USA hat eine absolute Erfolgsgeschichte hingelegt. Und die verdankt er einem ganz speziellen Körperteil. Denn das ist wirklich unfassbar groß. Okay, krass. Ich kann es noch nicht mal schätzen. Mehr als 10 cm auf jeden Fall. Ja. So breit ist die. Ein bisschen verstörend. Ja, was ist denn Flatsch wie du? Ja, was laberst du da? Ja, Wahnsinnstyp. Kann aber schon gut essen, wa? Was hat die Passanten hier so zum Staunen gebracht? Was für ein außergewöhnliches Körperteil hat dieser Mann? Das wollen wir herausfinden und reisen in die USA. In Syracuse, New York, wohnt der Mann aus dem Video. Hey, hi. Sind Sie Byron, der Mann auf dem Bild hier? Das bin ich. Haben Sie Zeit für uns? Jetzt gerade habe ich keine Zeit. Ich muss los. Aber ihr könnt gerne mitkommen. Byron Schlenker und seine Frau Vicky sind auf dem Weg zu einem Termin. Einen kurzen Zwischenstopp gibt es aber noch. Er will uns in dieser Eisdiele endlich zeigen, was genau sein außergewöhnliches Körperteil ist. Ich bin hier mit einem deutschen Filmteam. Ich hätte gerne ein Eis. Die wollen das drehen. Denn ich habe die breiteste Zunge der Welt. Oh my goodness. Oh, wow. Wait, can I take a picture? Die ist wirklich breit. Mit 8,6 cm Breite gehört ihm seit November 2014 der offizielle Weltrekord. Das Zertifikat hat er immer griffbereit. Aufmerksamkeit ist ihm sicher, egal wo er hinkommt. Er ist stolz auf seinen Rekord und nimmt den Trubel mit Humor. Wenn du deine Zunge ins Guinness-Buch der Rekorde bringst, dann musst du sie auch zeigen. Ich bin ja keine Primadonna. Die Leute haben Spaß daran. Es ist ja ein alberner Rekord, einfach ein Spaß. Und wer ist sonst schon im Guinness-Buch der Rekorde? Mit dem Ruhm kommen neue Möglichkeiten. William Cornelius stellt Soßen her. Er hat gehört, dass Byron eine davon ganz besonders mag. Jetzt will er die breiteste Zunge der Welt als Werbefigur gewinnen. Die Scherze liegen ihm auf der Zunge. Wie viele Briefmarken kannst du auf einmal anlecken? Ich kann ein ganzes Buch lecken. Hat es eigentlich auch Vorteile, die breiteste Zunge der Welt zu haben? Kann er vielleicht besser schmecken? Unsere Zunge kann nur süß, sauer, salzig und bitter unterscheiden. Süß schmecken wir mit der Zungenspitze. Die Geschmacksnerven für sauer und salzig liegen am Rand und bitter schmecken wir ganz hinten. Byrons Geschmackssinn ist durchschnittlich. Wegen seiner großen Zunge hat er zwar mehr Geschmacksnerven, aber um Feinheiten zu schmecken, ist auch der Geruchssinn wichtig. Er hat trotzdem Spaß an der Aktion. Es ist einfach eine tolle Gelegenheit, Menschen zu treffen und Dinge zu tun, die ich sonst nicht machen würde. Wenn ich nicht im Guinness-Buch der Rekorde wäre oder nicht die breiteste Zunge hätte, dann gäbe es das alles nicht. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Wird die Zusammenarbeit klappen? Wir können nicht viel machen, um deine Karriere noch zu fördern. Aber wir können hoffentlich deine Berühmtheit und Glück nutzen, um unsere Produkte vorzustellen. Mit einer besonderen Präsentation will der Soßenkoch Byron endgültig überzeugen. Wir würden gerne eine limitierte Auflage unserer Soße rausbringen. Kann er die breiteste Zunge der Welt für sich gewinnen? Dazu gleich, kurz zur Vorgeschichte. Byron wusste gar nicht, dass seine Zunge rekordverdächtig ist. Seine Tochter Emily musste für ein Schulprojekt Fakten aus dem Rekordebuch vorstellen. Durch Zufall entdeckten sie dabei diese Seite. Das ist die erste Seite für Körperteile. Deshalb hat das Buch hier eine Falte. Die Kids in der Bücherei haben sich immer diese Seite angesehen. Als ich durchblätterte, blieb ich automatisch hier stehen. Wenn das auf Seite 2 gewesen wäre, hätte ich das nie gesehen. Ich habe da vorher nie einen Gedanken daran verschwendet. Woher weiß man schon, wer die breiteste Zunge hat? Die meisten Menschen zeigen dir ihre Zunge nicht. Man sieht sie ja nicht. Ich wusste immer, dass sie breit ist, aber nicht, dass sie die breiteste der Welt ist. Seine Frau Vicky hielt es erst für einen Scherz, als sie nachmessen sollte. Der alte Rekord stand bei 7,9 cm. Byrons Zunge ist 0,7 cm breiter. Es gibt ja nur eine einzige Person auf der ganzen Welt, die die breiteste Zunge hat. Das kann man einfach nicht glauben, aber es ist so. Seitdem ist im Hause Schlenker seine Zunge quasi die Messlatte für alles. „8,6 cm. Das ist genau die Breite einer herkömmlichen Kreditkarte. All the way out.
Der Rest der Familie hat ganz normale Zungen. Nun ja, bis auf seine Tochter Emily. Denn jetzt kommt das Unglaubliche. Die 14-Jährige kommt ganz nach ihrem Vater und hält den Weltrekord für die breiteste Zunge der Welt bei Frauen. Ihre Zunge ist stattliche 7,3 cm breit. Eigentlich nicht ungewöhnlich, denn Körpermerkmale wie Augenfarbe oder Größe der Zunge werden vererbt. Aber keiner konnte ahnen, dass beide Rekordhalter werden. Sie macht das alles ganz wunderbar. Man macht nichts, was man nicht machen will. Wenn sie sich dabei nicht wohlfühlt, dann ist das okay. Genau wie bei mir. Zwei Zungenrekorde in der gleichen Familie. Verrückt. Jetzt ist es Zeit für die Enthüllung. William Cornelius will eine limitierte Version seiner Soße herausbringen. Gebrandet mit der breitesten Zunge der Welt. Das ist Concord's Sloppy Joe. Limitierte Auflage. Der von der breitesten Zunge der Welt geprüfte Mix. Look at that. That's great. Very nice. Thank you. Thank you. Ein gelungener Gag des Soßenkochs. Byron ist von dem Etikett begeistert. Das ist doch toll. Was für eine Ehre, so eine Widmung. Meine Zunge, die breiteste Zunge der Welt, auf meinem Lieblingsessen. Zunächst gibt es eine limitierte Auflage der Soße. Byron soll in Zukunft auch auf Events die Soße live verkosten und so ein außergewöhnliches Show-Element liefern. Bezahlen lässt er sich in Soßen, kistenweise.